Lighthouse Church. Hallo Lighthouse Church. We learn the true believer has the true faith which can endure till the end. Wir lernten, dass die wahren Gläubigen wahren Glauben haben, der sie durchträgt bis zum Ende. Matthew 24 is the Olivet Discourse. Matthäus 24 ist die Rede auf dem Ölberg. It is Jesus preachings about the end time, and we can see also here in Matthew 24:12-13. Es ist Jesus Predigt über die Endzeit, und hier in Matthäus 24, 12 und 13 lesen wir: And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be safe. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Here the situations with the end time. Hier die Situation in der Endzeit. Because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end will be safe. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. It means the true believer will endure and their love will not be cold. Und das bedeutet, dass bei wahren Gläubigen der Glaube ausharren wird bis zum Ende und dass ihre Liebe nicht erkalten wird. We have the genuine love, the agape love of God, and it is so powerful. Wir haben diese Liebe, diese Agape-Liebe Gottes, und das ist so kraftvoll. About this love, in 1 Corinthians described, the love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Und über diese Liebe steht in 1. Korinther 13, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Because we have the love of God, so we can endure the suffering. Und weil wir die Liebe Gottes haben, deswegen können wir Leiden standhalten. In 1 John 4:16, and we have known and believe the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God and God in him. Und in 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es: Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. God is love, and we need also to abide in God, so we will have God's love. And when we abide in him, his love will also abide in us. Also Gott ist Liebe, und wir sollen in Gott bleiben. Wir müssen in Gott bleiben, und so wie wir in ihm bleiben, so bleibt seine Liebe in uns. So the last pastor word we learn, we need to have a deep meditations with the word of God, so we will have also a strong root. Ja. Und im letzten Pastorenwort haben wir gelernt, wir brauchen es wirklich tief über das Wort Gottes zu meditieren, damit wir starke Wurzeln bekommen. But today we learn also how we can abide in God's love. Aber heute lernen wir, wie wir in Gottes Liebe bleiben können. So when we really abide in God, having intimate relationship with God. Und wenn wir in Gott bleiben, heißt das, dass wir wirklich eine intime Beziehung zu ihm haben. Not only know God by head, but really have experience, daily experience with God. Und das bedeutet, Gott nicht nur vom Kopf her zu kennen, sondern wirklich tägliche Erfahrungen mit ihm zu machen. When we abide in God, God's love, the agape love, the strong love will abide in us. Ja. Und wenn wir in Gott bleiben, dann wird Gottes starke Agape-Liebe in uns bleiben. And this agape love, his love, will make us endure till the end. Und diese Agape-Liebe, die lässt uns wirklich ausharren bis zum Ende. God bless you, Church. Gott segne euch, Gemeinde.